Immer fast, wenn du das Schwein schon anfasst, dann nimm doch wenigstens dein Taschentuch. Du bist jetzt ein feiner Herr. So, Eure, komm her, der Braten ist fertig. Schneiden. Sollen wir helfen? Nein, nein. Ihr seid durchnässt und ihr seid Gäste und mit eurem Messer da auf dem Rücken könnt ihr sowieso nicht schneiden. Ich hätte noch was anderes und ich hole meinen Schlagring heraus. Hilft das vielleicht? Ich könnte ihn weichklopfen. Das Fleisch weichklopfen? Nein, 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 nein. So durch ist es nicht. Nein, nein. Wir haben eine schöne Kruste und... Soll ich das schneiden? Ich bin ganz gut darin. Geht weg von dem Schwein! Ja, ich bin ja schon gar nicht mehr am Schwein. Ja, gut. Dann schneidet ihr mal das Stück Fleisch. Ich esse meinen Brei. Ja, also, wie gesagt, die Mersings sind gegen die Bregelsaum, sind gegen die Rabenmunds und gegen die Rabenmunds. Also alle miteinander gegeneinander. Also mag sich hier irgendwie keiner von den Adligen. Nee. Das ist ja doof. Aber wir sind ja unter uns. Nee, zwei Mühlen und so, das ist hier die Kornkammer für das ganze Mittelreich, nachdem Aranien weggebrochen ist. Wir haben ja eigentlich sonst das Getreide aus Aranien bekommen, aber seitdem da so ein paar, ich glaube, Belkelet-Paktierer sind, oder? Seitdem... Paktierer? Ja, habe ich gehört. Ja, Oronien oder so nennt sich das Land, glaube ich, was die da gegründet haben in Aranien, diese Paktierer-Typen, oder? Ja, das weiß ich nicht, aber ich glaube, da sind jetzt ganz viele Belkelet-Paktierer. Und seitdem kommt das ganze Korn nicht mehr aus Aranien, sondern aus zwei Mühlen. Aha. Und wieso denn zwei Mühlen? Was ist das denn für komisch? Das habe ich doch schon mal gehört. Wo habe ich denn das schon mal gehört? Da stehen doch zwei Mühlen, oder nicht? Ja, genau. Und ein großes Schloss. Ah. Aber ich war auch noch nie da. Ah. Aber ein Schwibschwabacker von mir, der war schon mal da. Ich glaube, da wohnen ganz viele Zwerge, hat er gesagt. Und da ist ganz viel Silber und so Silberminen so. Ist denn da, sind denn da überhaupt Berge? Ja, Hügel mit Silber. Ach so. Hügelzwerge. Ah, gut. Ja gut, die gibt's, das stimmt. Habe ich auch schon gehört. Ja, ungefähr 5 Minuten später wird euch oben der beste Wein kredenzt, den es hier wohl gibt. Aber mir, er schmeckt ein bisschen säuerlich, aber das liegt wohl einfach daran, dass die Trauben nicht genug Sonne bekommen haben. Also kein Almadana oder keiner aus Winsalt, kein guter Tropfen. Irgendwas aus der parthischen Raum, sehr einfach. Und ja. Das Schwein wird ebenso dann schön filetiert in großen Stückchen, dann euch ebenso gereicht, sodass ihr dann ordentlich reinhauen könnt. Ja, aber nach dem ersten Schluck Wein würde ich wahrscheinlich so etwas das Gesicht verziehen. Den Weinpokal wieder hinstellen und vielleicht zum Wasserglas greifen stattdessen und dem Hausherrn zuprosten. Sehr guter Tropfen. Ja, danke, danke. Kommt wohl, glaube ich, aus Dabatien. Zumindest, wenn ich das richtig verstanden habe. Irgendwas bei den Bergen. Bei Sancta Boronia. Ah, ein geheiligter Tropfen, könnte man sagen, nicht wahr? Nun ja, die Golgariten sind nicht für ihre... Nun, lassen wir das. Ein sehr guter Braten übrigens. Ja, danke. Die Schweine haben wir in den Tagen aus den Hügeln. Hier sind natürlich auch viele Wälder und da haben wir auch dann viel Wild. Und wir haben vor ein paar Tagen haben wir erst eine kleine Reiterei gemacht. 4 ungefällige Jagd. Hervorragend, hervorragend. Dieser Ruhn, ist doch ein Stück. Weiß doch schon. Ach so, gut. Entschuldigung, wie unhöflich von mir. Jedenfalls sehr, sehr nettes Schwein. Ja. Langer her, seit ich echtes Wild gegessen habe. Entschuldigt, Baron. Eine Sache müsste ich noch ansprechen. Und zwar, ihr hattet ja gesagt, dass ihr Boten losschicken wolltet. Ich würde empfehlen, diese Mitbedeckung losschicken zu lassen, denn wir haben eine grausige Entdeckung gemacht, und zwar einen Botenreiter tot im Straßengraben, beziehungsweise im Feld daneben.
ein Botenreiter. Ist der vom Pferd gefallen? Es sah... Nein. Daburon behüte ihn. Auch eher sonst, als hätte man ihn erschlagen. Erschlagen? Ist lange her, dass wir hier Räuber hatten. Dapatien ist eigentlich eine sehr friedliebende... ein sehr friedliebendes Fürstentum. So etwas wie Räuberbarone oder gar Kriegsfürsten gibt es hier nicht. Es ist wohl auszuschließen, dass es Räuber waren. Sondern? Vermutlich eher Vorboten dessen, was noch kommen wird. Der Feind hat anscheinend bereits jemanden hierhin geschickt. Ihr solltet auf der Hut sein. Es kann sehr gut sein, dass Agenten des Feindes versuchen werden, euch an euren Aufgaben zu hindern, euch behindern. Ihr solltet sehr darauf aufpassen, falls es Aufwiegler gibt, Leute, die versuchen, das Volk aufzuhetzen. Es kann sehr gut sein, dass sie nicht den Göttern dienen. Dann werde ich die Mann immer mit göttergefälligen 12 losschicken. Ja, und sie sollen vorsichtig sein. Das macht die Reise zwar etwas langsamer, vor allem, weil ich dann nicht in viele Richtungen ausschwärmen kann, weil ich nur einige wenige Soldaten und Söldner habe, aber wir werden das schon schaukeln. Danke. Entschuldigung, was war denn das für eine Nachricht? Ihr sagtet, ihr habt einen Bodenreiter? Hatte er die Nachricht noch bei sich? In der Tat hatte er die. Es schien ein... Aber wie nennt man das? Nun ja, ein... etwas... Naja, es war ein Brief eurer Tochter an einen anderen Adligen. Ich habe keinen Brief geschrieben. Natürlich nicht. Sie schaut dich verwundert an. Ich trete ihn unterm Tisch mal. Ich habe wirklich keinen Brief geschrieben, Vater. Glaub mir. Ich kann euch versichern, dass eure Tochter keinen Brief geschrieben hat. Mein werter Magierbegleiter hier. Ja? Also, ihr sagt, ihr habt einen Brief aufgelesen, der von einem erschlagenen Bodenreiter kam. Was stand da nun genau drin, wenn ihr jetzt von meiner Tochter spracht? Hat denn noch jemand? Ja, ich hab ihn einstecken. Nun dann gebt dem Mann doch den Brief. Ja, ich stehe auf, gehe um den Tisch herum und reiche ihm aus einer Westentasche diesen schmutzigen, blutigen Brief. Der schaut sich den kurz an, klappt den auf, schaut zu Xaira, klappt ihn wieder zu. Xaira selber schaut dann auch, kommt dann aus der Ecke mit ihren Brüdern herausgetreten und greift dann den Brief, schaut ihn sich an, schaut jetzt ebenso verwundert zu euch. Da steht nur drauf, dass der Brief von dem Baronett, also dem Baronssohn kommt. Zendor. Kennt ihr ihn? Selbstverständlich kenne ich ihn. Eine benachbarte Baronie. An der Dergel. Nun, was auch immer er euch mitteilen wollte, es scheint aus diesem Schriftstück nicht mehr ersichtlich zu sein. Vielleicht eine geheime Schrift. Ich nehme ihn mir mal an. Ja, Xaira greift sich den Brief und geht raus. Und vielleicht wird Nandos hier mit ihr sein. Und Raya. Tritt ihr nochmal unter den Tisch. Aber diesmal so, dass es wehtut. Ich stehe ja neben dem Baron insofern. Ich warte, bis er sich hinsetzt. Ja, dann Abelmir kriegt jetzt auch so langsam mal ein W6 Schadenspunkt. Dann kannst du selber würfeln. Plus TPKK von Jana. Müssten 1 sein, glaube ich, oder? Warte. Ja, so könnt ihr den Abend noch verbringen. Irgendwas Besonderes, irgendwas Spezielles, was ihr noch tun wollt. Entweder hier oben irgendwas, was ihr ansprechen möchtet, oder irgendwas unten in der Küche. Ich würde gerne noch einmal, bevor es ganz dunkel ist, nach Berla reisen. Mhm.
irgendjemand, der mitkommen soll, oder alleine? Ich lass doch meinen lieben Kieras nicht alleine in die Nuklheit hinaus. Und wenn er mich begleiten möchte? Hör mal, Rafim, irgendwas unten noch? Nö, also ich will doch immer ganz gerne auch ein paar Gerüchte hören und ja, das ist es eigentlich, so was man hier an Gerüchten sagt und ob es hier irgendwelche Typen gibt, die sich irgendwie Geier nennen würden. Nee. Oder ob es hier einen Ort gibt, der irgendwie irgendwas mit Geiern zu tun hat. Nee, sie erzählen dir aber was von dem Stier. Von dem Ort von dem Stier. Das sind die neuesten Gerüchte. Na, was heißt die neuesten Gerüchte? Das ist eine Sage. Eine Sage aus der Partien um den Ortfried Stier. Die wird hier erzählt. Was soll das sein, der Ortfried Stier? Ja, das wird hier erzählt. Rafim kann gerne zuhören. Währenddessen geht Jalan, weiß ich nicht, möchte Iserun auch mitgehen? Aber mir könnt ihr euch gerne überlegen. Ich würde mich gerne in der Burg umsehen. Insbesondere die tieferen Kammern der Burg. Ja, wird dir leider nicht gestattet. Also wenn du dann da fertig bist, wirst du dann auf ein Zimmer geleitet, wo du dich dann als Gast dann zur Ruhe legen kannst. Also du kannst hier nicht allein durch eine Burg stromern. Alles gut, nee, alles gut. Kannst jetzt natürlich Gewalt anwenden, in Anführungsstrichen, aber... Ich glaube, eure Hilfe wäre ganz willkommen für das, was ich vorhabe. In Ordnung. Ich begleite euch natürlich gern. Außer ihr habt irgendwas Besseres zu tun. Ich alleine hier lassen? Nun, Ömer passt schon auf ihn auch. Wollen wir Abelmi und Ömer und Rafim wirklich alleine hier lassen? Was kann schon schief gehen? Ah, ihr habt recht. Wird schon gehen. Ja, so könnt ihr nach Berna hinein. Wie gesagt, die Stadtmauer befindet sich noch im Aufbau. Es gibt viel Landwirtschaft und vor allem dann eben auch Zölle, weil hier muss jeder von dem einen Ort zum anderen Ort. Wenn man dann durch die Baronien reist, dann presst man hier natürlich etwas ab. Je nachdem, ob dann da gehandelt wird oder nicht, gibt es dann am Ein- und am Ausgang auch die Zollstationen. 20 Gardisten und ein paar Spießbürger. Aktuell ist nur noch in der Taverne so ein bisschen Betrieb und die anderen Fenster sind sehr dunkel, sind natürlich dann auch zugezogen, damit es dann auch nicht der kalte Wind reinzieht. Könnt ihr noch so ein bisschen Kerzenschein oder sowas sehen, aber ansonsten ist nur noch die Taverne beleuchtet und ansonsten sehr ausgestorben. Ah, das erinnert mich. Vielleicht sollten wir noch anmerken, dass alle Zölle ausgesetzt werden für die Zeit. Stimmt, das haben wir ganz vergessen zu erwähnen. Ja, nicht, dass einige übereifrige Büttel hier bleiben und Zölle verlangen. Wie schnell man sowas doch vergisst, wenn man selbst keine mehr zahlt. Das ist wahr. Nun gut, ich weiß, diese Ortschaft ist sehr klein, aber ich bin auf der Suche nach, gibt es einen Krämer, einen Kräuterhändler, einen Heiler, irgendetwas in die Richtung, wo ich Kräuter kaufen kann. Wirst du finden, das ist dann ein privates kleines Häuschen, nichts mit irgendwie Auslagen oder so, müsstest du dann zu später Stunde noch an der Tür hämmern und die wird dann auch aufgeschlossen und kannst dann bei einem hutzligen Kräuter, es ist kein Alchemist, es ist ein Kräutermännchen, irgendjemand, der Greise in den Wald geht und dann ein paar Pilze pflückt und irgendwelche Pflanzen und die dann zum Trocknen ausgelegt hat, und versucht sich da so ein bisschen auch als Heiler, als Wundarzt. Da kannst du also so ein bisschen einkaufen, wenn du möchtest. Irgendwas Spezielles. Perfekt. Ja, natürlich. Ich bin vor allem auf der Suche nach 12 Blatt in T-Form nach Rayalieb und Gullmond. Ja, das ist nichts Besonderes. Rayalieb wird vielleicht ein bisschen teurer sein, aber auch das wird er im Angebot haben und kann er dir dann verkaufen. Sehr schön. Nehme ich. Aber wie viel kann ich bekommen an Teebeuteln? Also so Höchstmaß ist so 10 Einheiten, 10 Portionen. Ich nehme alles. Also jeweils 10, 10, 10. Ja, ich nehme alles. Gut. Möchten die anderen irgendwas kaufen? Irgendwo vorbeischauen, außer einem Kräuterkundigen?
Gibt es einen Paradise-Tempel oder Schrein? Nein, nur einen Fex-Tempel. Bitte seinen Bohren, also Rampenschein, nee. Ja, ich warte jetzt immer noch drauf, dass Kiaras sagt, warum ich mitkommen sollte. Ich gehe einfach überall hin, wo Kiaras hingeht. Bisschen verliebt, schlaß ihn auf den Hintern, wenn er dann vor dir lang geht. Er ist immer auf Minimalabstand. Isarun, ich glaube, ihr versteht mehr von dem als ich. Was würdet ihr von der Qualität von diesen Waren halten? Oh, also um ehrlich zu sein, eine große Pflanzenkundige bin ich nicht, aber lasst mal sehen. Ich mache mir ein klein wenig Sorgen. Weswegen? Achso, wegen unserem Hustenmännchen. Ja, und dieser ständige Regen. Ja, nun, ich kenne es aus der Heimat. Es kann vorkommen, dass man krank wird. Da habt ihr natürlich recht. Wir können es echt nicht brauchen, dass das am Ende noch auf die Söldner übergreift. Ja. Ja, ich guck mir da die sollten, Kräuter an. Vor allem das 12-Blatt. Jeder einen Shit. Sorry. Tee am Abend trinken. Sagt bitte nicht, dass ihr auch einen Kratz im Hals habt. Kratzt euch? Ich wollte gerade fragen, auch der Hals so? Zumindest seit wir uns in der Burg hingesetzt haben. Vielleicht war da was am Schwein dran. Es ist durchaus möglich, dass wir bereits zu spät sind mit dem Tee. Jetzt nicht wirklich, oder? Wir hätten ihn halt vielleicht ein wenig von uns forthalten sollen. Auf der Reise, statt die ganze Zeit der MW mehr zu reiten. Ja, das hätten wir wohl, aber dafür ist der Gullmund da. Und der hilft? Er stärkt. Ich bin schon stark. Muss gesund sein, Karinor. Sag mal, dieser Heiler, der könnte sich doch auch ganz gut auskennen, also ob das jetzt überhaupt noch was bringt. Wir sollten sofort. Gibt es vielleicht irgendeinen Reinigeweihten hier? Ja, wenn du dich ein bisschen umherfragst oder umherschauchst, nein. Also du wirst das natürlich alles ausgewiesen finden. Zollstation, Fextempel, Taverne, Kräuterkundiger. Nee. Weder. Da ist nix. Kleiner Schrein, aber das ist dann eher so zum Opfern von irgendwelchen Bauern, die dann mal hier in Berla hier wohnen oder leicht außerhalb wohnen. Und wenn die hierher kommen, können ja in diesem Schrein irgendwelche Sachen niederlegen, kannst ein paar offene Münzen erkennen, irgendwelches mittlerweile auch schimmliges Getreide oder so, was dann da abgelegt worden ist, ein bisschen Fleisch, was man so eben den Göttern geopfert hat und dann einfach nebenliegt, bis es irgendwann mal ein Geweihter dann mitnimmt und verbrennt. Großartig, dann hoffen wir, dass es nicht zu schlimm ist. Oh, jetzt hat's euch auch schon. Ja, ansonsten könnte es eine sehr kurze Reise werden. Ach nee, das muss doch jetzt wirklich nicht sein. Immerhin müssen wir nicht marschieren, stellt euch das mal vor. Oh, wenn ja, das wäre noch schöner. Haben alle das bald. Auf See ist so etwas viel einfacher, da schmeißt man die Kranken einfach über Bord. Ich hoffe, ich fahre jetzt nie zur See. Karino, wir haben niemals Kranke über Bord geworfen. Vielleicht war das der Fehler. Das haben die komisch anderen Vatersitten. Sollten wir zurückkehren? Wir sollten uns, ja, aber wir sollten uns sowohl von unseren Leuten als auch von. Von den. Verzeiht. Der Familie des Barons reichlich fernhalten. Ja, wir sollten fragen, ob wir vielleicht ein warmes Bad bekommen können und dann, ja, warm und trocken schlafen. Das könnte helfen. Bad? Meine Großmutter hat immer gesagt, dass man sich bloß nicht das machen lassen sollte, wenn man krank ist.
Kalt, nass. Warm, nass ist gut, um auszukurieren. Na, wenn ihr meint. Ja, so könnt ihr euch dann gemeinsam wieder mit euren Vorräten in die Burg Leftstein zurückziehen. Wenn ihr nachfragt, werdet ihr natürlich dann auch einen Zuber bekommen, wo ihr euch entweder gemeinsam oder nacheinander hineinsetzen könnt, natürlich nackt. Und ja, auch Abelmir, da freut man sich jetzt mittlerweile gar nicht mehr über Isarun, sondern will dann ja alleine mit Kiaras sein. Abelmir wird das natürlich auch angeboten. Die hohen Herren sind natürlich dann irgendwann im Verlaufe der Zeit wieder zurückgekommen und du wirst gefragt, ob du ebenso ein Bad nehmen möchtest. Ich denke mal, vor dem Bad werde ich so ein Bad nehmen müssen. Wir werden, also hoffentlich nehme ich dieses Bad vor Yalan und ja, Isarun und Kiras. Also ich bin zu Dank als Erster im Topf. Okay. Ja, dann können die anderen, wenn sie aus der Kälte, aus dem Regen wieder hineinkommen, können sie dann sehen, wie in einem dampfenden Dampfzuber auch Habelbier schon drin sitzt, völlig entkleidet, nackt und ihr könnt euch dann dazu gesellen. Ja, sowas wie ein Frauenzuber gibt es hier nicht. Es ist halt einer, der wird einmal befeuert, wird dann natürlich auch für die Gaugrafen gemacht. Da ist man dann Travia gefällig, Gastfreundschaft und da könnt ihr euch dann dazugesellen. Könnt natürlich ein bisschen Gullmondtee euch aufbrühen lassen, den ihr dann aus dem Dorf mitgenommen habt oder aus der Ortschaft. Und frisch gebadet, munter in eure Gastgemächer dann gelangen, wenn ihr dann später hineintreten wollt. Irgendwelche Gespräche nebenbei? Nö, eigentlich nicht. Also sobald Ömer in meinem Zuber steige, steige ich aus dem Zuber hinaus. Ömer, ich schon mal... Ömer ist Diener, der wird hier nicht eingelassen. Achso. Aber wo Ömer ist darf, Ömer eigentlich? Ömer darf uns gerne mal die Sage, oder darf Rafim mal von der Sage kunden, die er natürlich aufgeschnappt hat, oder ihr könnt die natürlich beide gemeinsam gehört haben. Könnt ihr noch den Text weitergeben und könnt euch jetzt einmal erzählen, wer der Ortfried Stier ist. Ja. Wenn er mir es gerade erzählen will, komm mit, ich habe eine Idee, dann macht's interessanter. Komm mit. Alles klar. Ich laufe heraus zu unseren neuen Söldnern, die sind ja alle chorgefällig, und möchte mich mit einem von denen prügeln, während Ömer mir das erzählt. Ja, ist okay. Man muss seine Chorweihe ja hier irgendwie, ne? Verdienen. Chorgeweihte Waffen wollen ja auch mal benutzt werden. Okay. Ömer, komm, sprich. Ja, komm, schlag zu, mein Junge. Schlag. Also, jetzt. Die Rinder weideten schon auf dapatischem Boden, ehe die ersten Siedler ihn betraten. In großen Herden zogen die Tiere durch das Land und wurden dabei stets von einem prächtigen geflügelten Stier mit rotbraunem Fell bewacht. Der Stier war ein guter Wächter, denn jeder Versuch, die Rinder zu erlegen oder einzufangen, vereitelte er. Als es den ersten Dapatiern schließlich zu bunt wurde, schlossen sie sich zusammen und bliesen zur Treibjagd auf den Bullen. Mit Pfeil und Speer traktierten sie ihn schließlich und trotzdem erhob er sich mit blutenden Wunden, mit mächtigen Flügelschlägen in die Lüfte und floh in den Schutz der Trollzacken. Ich glaube, ich lese den Satz nochmal, Moment. Mit Pfeil und Speer traktierten sie ihn und schließlich erhob sich das Tier trotz etlicher blutender Wunden mit mächtigen Flügelschlägen in die Lüfte und floh in den Schutz der Trollzacken. Die Dapatier aber ehrten ihren Gegner und verewigten den geflügelten Stier, den sie Ortfried nannten, und als König der Darparinder da betrachteten, auf ewig in ihrem Wappen, das auf goldenem Grund das rote Stierhaupt zeigt. Noch heute gedenkt man Ortfried mit dem Stierflug, bei dem mutige Knaben und Maiden, eingeölt und nur mit einem Lendentuch bekleidet, wagemutige Sprünge über die prächtigsten Stiere der heimatlichen Herde vollführen. Das klingt ja super. Können wir daran teilnehmen? Ich glaube, wenn wir da dann hier sind, bestimmt. Wenn das gerade dann der Stierflug da gemacht wird. Klingt auf jeden Fall gefährlich und ja, doch für Leute mit Mut und Kraft was. Ömer, willst du auch mitmachen? Ja, ich glaube schon. Also, wenn ich endlich mal husten los bin, dieses dumme Gekratze im Hals macht mich wahnsinnig. Ach, Ömer, warte mal.
Rafim greift sich an seinen Gürtel. Hier, nimm das. Das hilft. Was ist das denn? Das ist ein sehr starker Schnaps. Ja, immer nimmt man einen Schluck. Ja, das ist... Die ganze Pulle. Du musst die ganze Pulle. Dann alles hilft. Klar. Und immer extra die Pulle. Ja, immer ist vermutlich ziemlich hacke danach. Ist aber egal. Ich würde dann auch mit Ömer ein bisschen trainieren. Ja, Ömer also, total angetrunken, torkelt mehr und macht das Drunken Boxing aber ziemlich schlecht und sieht danach wahrscheinlich ziemlich verprügelt aus. Ja, also es geht mir jetzt auch nicht darum, ihm böse auf die Fresse zu hauen, sondern ich suche mir dann auch wieder andere Gegner. Also. Ja, Ömer, nimm mal einfach 2W6 Ausdauerschaden. Das sind 9, also der Ausdauerschaden ist natürlich egal, aber 5 echte Lebensenergie, die ich mir abstreichen muss. Genau. Und dann beginnt das Spiel. Keine Regeneration für niemanden. Immer, du verlierst 3 Punkte. Gut, die Ausdauer, ja, streich dir halt die Ausdauer ab. Auch die regenerierst du nicht. Und du bekommst 1 Punkt Erschöpfung. Ausdauer kann sich, also wenn sich Ausdauer nicht regeneriert, dann fallen wir in weniger als einer Stunde Reise um, denn wir kriegen ja pro Reise immer Ausdauerverlust. Ja, das haut nicht hin. Lass ihn einfach mal, schreib dir einfach mal die Erschöpfungspunkte auf, also 1 Punkt Erschöpfung. Alles klar. 2 Fragen. Ja. Gilt es mit der Regeneration auch für Kamalenergie? Kamalenergie kannst du weiter bekommen, aber Astralpunkte sind davon trotzdem betroffen, weil ja, du gut schlafen musst und ihr schlaft nicht gut. Ihr erwacht und am nächsten Tag. Wie hilft Kopf. Der Gulmond, der extra Konstitution über Konstitution ist gegen Krankheiten? Ja, steht hier auch drin als Gegenmittel. Gulmond verabreicht, verhindert den Gilbentod. Genau. Ich möchte nicht den Gilbentod erleiden. Also, was haben wir? Was haben wir für Auswirkungen sonst noch? Ihr erwacht mit Kopf- und Gliederschmerzen. Keine Regeneration und immer hat halt ein bisschen Erschöpfungspunkte. Hat einfach schlecht geschlafen. Euch läuft allesamt die Schnodder und ihr habt Kratzen im Hals. Ja, immer teilt natürlich mit seinen Freunden seine Krankheiten. Ja, greift sich direkt an den Gürtel und trinkt erstmal einen guten Schluck. Vielleicht hilft's ja. Genau, von der Pulle, die gestern immer in natürlich. Sich geschüttet hat. Ne? Schön die Speichel ausgetauscht. Genau. Ja, das wird getrunken. Das ist ein guter Schnaps. Der wird doch jetzt nicht weggetan. Ja, damit wäret ihr, wie gesagt, erwacht und könntet weiterreisen. Der Baron versichert euch noch einmal, Gerion von Bregelsaum, dass er alles in die Wege leiten wird und seine Baronie evakuiert. Er lässt seine Rumpfmannschaft zurück, die dann Berla organisiert, wenn andere Leute kommen. Sollten wir denn noch da sagen, was in dem Brief war? Nein. Ich denke, wie kann ich das denken, was im Brief war? Na ja, gut. Ihr habt vermutlich recht, es wird besser sein. Habt ihr auch so schlecht geschlafen? Ja, furchtbar. Wie saut wieder zu? Feucht. Die Vorköchin hatte echt recht, ich hätte nicht so nah an dem Braten stehen sollen. Ach du. An dem Suffkopf Rafim hätte ich es ja noch erwartet. Nichts für Ungut, Rafim. Was soll das denn jetzt heißen? Deine erste Reaktion, nachdem wir aufwachen, war nach der Pulle zu packen. Ja, natürlich. Mein Hals natürlich. War ja auch ganz trocken. Abbrechen, Pferde? Ja. Okay. Easy. Kann man das irgendwie ableiten? Wenn du es nicht hast, ist egal. Okay.